Man muss einfach nehmen, was man kriegen kann. So. Ich krieg jetzt hier erstmal wieder ein bisschen Power. Sehr schön. Und, ah ja, du da. Einige Stärke, Jagdtechniken, ein Ausatmen und fertig. Wunderschön. Hast du was Neues für mich? Nee, schade. Eine Auszeichnung und schon wieder will jemand mit mir reden. Wer denn? Wo denn? Warum denn? Was ist denn das jetzt für eine Auszeichnung? Wir bekommen immer so viele Auszeichnungen. Und bei der Hälfte der Auszeichnung weiß ich gar nicht, was das jetzt für welche sind. Oder wie wir die genau bekommen haben. Pocke. Ein Zertifikat, das die Meisterung der Pocke-Jagdtechniken zeigt. Eine gute Ergänzung zum Jagdrepertoire. Das meine ich halt. Haben wir das jetzt durch den Gamut bekommen? Und wieso? Und was war das jetzt für eine Fähigkeit? Keine Ahnung. Wir werden sehen. Okay, du schon wieder. Schon wieder ein Katzenmaradenschein. Hä? Das ist der zweite jetzt und... Hä, ich habe doch nur zwei Quests gemacht. Was ist das denn? Okay. Kann ich ja bald verkaufen, so oft bekommt man die. Gut. Damit haben wir aber auf jeden Fall erstmal wieder mit allen Leuten gesprochen und können uns dann auf die nächste Quest vorbereiten. Ich weiß nur nicht ganz, welche das sein wird. Vielleicht eine kleine jetzt, da wir viel gequatscht haben wieder. War zwar nicht so viel wie in Kokoto, würde ich sagen. Also ich würde sagen, Kokoto war es mehr. Das war auf jeden Fall schon ein bisschen was. Was haben wir denn hier jetzt so? Luggy ist jetzt vielleicht ein bisschen viel. Die sind auch viel, sind auch viel. Uragan, zwei Volvidon, 10 Remobras. Ah, 10 Remobras sind halt immer so ein bisschen... Ja. Das ist immer ein bisschen wenig, ne? Die könnte ich halt mit den beiden zusammen machen. Ach komm, da gibt es halt noch den Luggy. Ich denke, so schlimm sollte er jetzt ja auch nicht werden. Luggy hat auch eine Feuerschwäche. Ich denke schon. Machen wir den Luggy. Komm, wie gesagt, der sollte jetzt eigentlich hoffentlich zumindest nicht ganz so lange aushalten. Ist ja jetzt ein anderer Luggy, den kann man ja schöner angreifen. So, Rüstungsteile, Brust, Luggy, Akros. Oh, Astalos sieht ja cool aus. Aber hat keine guten Effekte, oder? Kettenkrit, nee, Gamot, Kälteschutz. Okay, interessant. Passt halt nicht zu jeder Rüstung. Luggy, hier. Ja, Feuerabwehr minus 3. Ist auch seine Schwächste. Können wir jetzt eigentlich ein Langschwert? Riesenturm. Gamut Panzer, Gamut Reißzahn, Gamut Rotfell. Oh, wow, okay. Eisschaden. Wyvernblitz, au. Wir können uns von den ganzen, eine Rüstung, zumindest Waffen machen. Das ist ja richtig cool. Den Wirbelblitz will ich eigentlich haben. Gehen das auch mit Doppelklingen? Zwillingsbolzen. Na, beim Astralos auf jeden Fall mal. Und beim anderen haben wir jetzt bestimmt einfach bloß die Dings noch nicht. Oh, das hat Dings. Bombenelement. Das sollte ich mir eigentlich auch machen. Das ist auch ziemlich cool. Hm, okay. Ja, also vom Gamut haben wir jetzt ja auch nicht wirklich viel bekommen, muss man ja sagen. Das war ja, wir haben hier jetzt den Panzer und das Rotfell, aber ansonsten haben wir wirklich bloß Pelz bekommen. Da gibt es auf jeden Fall noch einiges. Müssen wir mal schauen. Ich denke, ich war da am Ende dann gar nicht so schlecht dran, was das Zerstören von dem, von den Vorderbeinen angeht. Nur, ich glaube, ich war dann wirklich zu spät, theoretisch, weil das Vieh dann halt schon tot war. Ansonsten kann man da bestimmt was kaputt machen. Das sieht so offensichtlich aus. Ansonsten halt wahrscheinlich irgendwie sein Rüssel oder seine Hörner. Was anderes würde ich da jetzt nicht sehen. Okay, Quest haben wir ja schon, genau. Gegessen haben wir auch schon. Nee, haben wir nicht. So. Ja, wunderbar. Genau das, was ich haben will. Ja, den Polierer, aber ich will natürlich die Verteidigung plus 2. Nehmen wir halt so. Von mir aus. Aber wie gesagt, der Gamut wirklich ein sehr, sehr cooles Vieh. Hat mir wirklich sehr gefallen. Ein Gutschein, da wird ja, glaube ich, nicht in meine Objektbox direkt getan. Nee. War es nicht in Fuel Ultimate so, dass sie direkt in die Objektbox kam? Ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt. Von Luggy haben wir ein paar Nullbeeren dabei. Ansonsten brauchen wir da auch nicht wirklich viel. Na gut. Du bist genau rechtzeitig gekommen, Jäger. Ich wollte gerade von den Nebelgipfeln nach Hause, als ich diesen verdibbelten Lagiakrus lief.
Als ich in diesen. Okay, ich hoffe doch schwer, dass du ihn leicht loswirst. Ich hoffe doch auch. Oh, der Endernacht. Das wird natürlich auch eine interessante Sache. Blitzbomben. Ich weiß nicht so unbedingt, ob Blitzbomben so viel gegen ihn bringen. Wir werden sehen. Der alte Luggy. Wo könnte der jetzt rumhängen? In 7? 6? Hier schon mal nicht. 5? Vielleicht so in den Gebieten. Eher so ein bisschen immer noch in Wassernähe. Ich meine, er kann zwar nicht mehr unter Wasser, aber wenigstens beim Wasser kann er noch sein. Schauen wir mal, hier ist er auf jeden Fall schon mal nicht. Das wäre aber auch ein schönes Gebiet für ihn, würde ich sagen. Schauen wir mal dann hier in 6 rein. Dort könnte ich mir gut vorstellen. Hier ist er aber leider nicht. 7? Ansonsten vielleicht in der Höhle. Ah, nee, 7 ist er. Okay, na, Luggy, alles klar. Ich springe dir erstmal auf den Kopf. Bis du irgendwas machen kannst, gleich nochmal. Wir sollen ihn ja zweimal umwerfen. Okay, er braucht gleich 3 Sprünge. Das ist ja gemein. Na, also. Okay, geht doch. So. Jetzt können wir natürlich auch seinen Panzerschocker so ein bisschen angreifen. Das war ja genau das Problem, was wir das letzte Mal hatten. Dass das überhaupt nicht ging. Vielleicht nochmal ein Schrei hier. Nice. Und es fällt auch hin. Und da der Panzerschocker das Schwerste ist zum Angreifen, machen wir den auch gleich nochmal ein bisschen weiter kaputt. Vielleicht bekommen wir ihn ja, wenn wir nochmal umwerfen. Ist ja so ein bisschen der Rücken dann. Aber das größte Problem ist jetzt halt, jetzt hat er den Cooldown. Das heißt, jetzt können wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen warten, bis da überhaupt irgendwas geht. Okay. Gehen wir so lange mal auf den Schweif. Mit seinen ganzen Blitzattacken und während er noch nicht aggro ist, kann man ihn ja auch relativ gut mit seinem Schweif und sowas treffen. Kopf ist zwar immer so ein bisschen eine gefährliche Sache. Wunderbar. Ja gut, da hätte ich ihn auch im Kopf treffen können. Da haben wir jetzt gerade eben eher die Brust. Ja, da hätte ich ihn locker am Kopf treffen. Jetzt zumindest kann ich ihn auch noch treffen. So kann man es auch sagen. Hä? Oh Gott, was ist das denn? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen, dass er das kann. Dass sich das irgendwie so verbindet. So weiter blitzt. Das ist mir bisher noch so ein bisschen entgangen. Da weg. Er macht sich, ja, ein bisschen um sich rum. Es war echt blöd, dass das noch getroffen hat. Na gut. Schade drum. Seinen Kopf hätte ich ja wirklich gern, weil so ein Luggy Horn kann man auch immer gebrauchen. Andererseits kann man so einen Schweif aber auch immer gebrauchen. Ich will ja vielleicht sogar ein bisschen Luggy-Material benutzen bei meiner Rüstung, die ich mir dann machen will. Also ich will einfach nochmal meine Rüstung so ein bisschen mehr mixen. Dass ich halt vielleicht normale Ohrstöpsel und schnell Schärfen behalte, dafür aber vielleicht ein bisschen mehr Verteidigung bekomme oder sowas. Das wäre schon mal so eine Möglichkeit. Könnte ich auch nochmal ein bisschen Garuga in den Mix bringen. Und mir gefällt halt persönlich Dings sehr. Gerade Luggy. Ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Rüstung. Oh Gott, das sieht überhaupt nicht gut aus. Ja, aua. Oh, wow. Ach so, das gibt den. Ja, klar. Ja, Luggy schon eine Weile nicht mehr gemacht. Also den hier. Muss ich wieder dran denken, was es so alles kann. Oh, weg, weg, weg. Okay, das trifft ja nicht. Also so weit geht es ja nicht. Wie sein ganzer Schweif jetzt gepanzert ist. Ich bräuchte dringend irgendwie bessere Schärfe. Das gibt den Wandernden, genau. Das sieht man aber, wenn es so... Wenn es so leuchtet, dann gibt es wie gesagt immer diesen besonderen Aufgeladenen. Okay. Zack. Du machst eh bloß das Normale. Da kann ich dich aber auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen, wenn ich rankäme, würde ich dich auch noch im Gesicht treffen können. So muss man sagen. Das war ja gerade gar nichts. Tschüss, Luggy. War schön mit dir. Wo geht er denn hin? Und jetzt wüsste ich halt gerne, kann ich jetzt wieder auf ihn draufspringen? Ist sein Cooldown jetzt theoretisch vorbei? Das mag ich halt nicht. Da müsste man irgendwie noch eine kleine Anzeige haben, das zu wissen. Dann wäre es gar kein Problem. Aber so ist es halt echt ein bisschen stressig, das halt nie zu wissen. Ist es gerade eben so dunkel oder... Es kommt mir gerade im arg dunkel vor hier gerade alles. Wie es einfach nochmal macht. Ist es einfach, weil es hier Nacht gerade ist? Wird es wahrscheinlich, aber wie gesagt, das ist schon irgendwie komisch dunkel gewesen. Okay. Geh bloß den so auf den Boden. Alles kein Problem.
Er ist ja auch nicht so unbedingt gefährlich hinter sich. Das waren nochmal ein, zwei Treffer ins Gesicht. Ah, komm. Wenn du einen Wirbel mal wieder machen würdest. Kann man dich ja auch so super treffen. Ich greife ihn halt gerade eben überall an. Aber halt nicht lang genug. Das ist das Problem. Also nicht wirklich so lang, dass ich irgendwas abhau. Ich sollte mich mal auf eins konzentrieren. Weil jetzt habe ich seine Brust ein bisschen verletzt, seinen Schweif verletzt, seinen Kopf verletzt. Aber halt nichts kaputt gehauen. Das war halt gerade eben auch das Problem am Gamot. Okay, es gibt einen Wirbel. So, und jetzt macht er seinen Kopf runter. Und da kann man ja, wie gesagt, super angreifen. Ist auch wichtig, weil ansonsten ist es halt extrem schwierig, seinen Kopf anzugreifen. Okay, das gab einfach bloß den, ohne die Punkte auf dem Boden. Das war auch merkwürdig. Das war, glaube ich, sein Kopf. Oder sein Horn. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Großes Problem ist jetzt aber halt, jetzt habe ich gerade eben keinerlei Möglichkeiten, auf ihn drauf zu kommen. Keinerlei Möglichkeiten. Ich weiß gerade nicht, ob ich sein Horn zerstört habe. Das sieht man immer so schwer bei ihm. Der Wandernde. Genau. Ich gehe einfach mal davon aus. Ja, wobei, jetzt kann ich es ja gleich nochmal machen. Oh Gott, das sind die vier. Stimmt ja. Nein. Ach, so blöd. Da wusste ich gerade nicht, was ich tun soll. Och, wie ärgerlich. Das wäre natürlich so super gewesen. So, machen wir mal seinen Schweif kaputt. Dann können wir danach nochmal ein bisschen auf seinen Kopf gehen. Weil Schweif sollte jetzt... Oh Gott, nein. Ja. Er hat es auch noch ewig aufgeladen. Und ich habe es ja auch noch gesehen. Ich dachte aber schon, es wäre irgendwie vorbei. Und ich hätte es schon hinter mir theoretisch. Er sabbert gerade eben, oder? Ansonsten würde das keinen Sinn gar machen. Ah, nee. Er hat einfach bloß ewig gebraucht. Das ist der Schweif. Nice. Okay. Bloß das. Kein Problem. Wenn das entscheidet, dann Schweif auf. Ein Schweif tatsächlich. Das gefällt mir. Ist auf jeden Fall besser als ein Panzer und eine Schuppe oder sowas von ihm. Ich schärfe mal kurz und hau mir eine erste Hilfe rein. Ich hoffe währenddessen... Hör auf, die kleinen Viecher anzugreifen. Die Yagias haben dir nichts getan. Die armen Dinger. Ich hoffe mal, er frisst jetzt nicht gleich was. Werden wir aber gleich sehen. Doch, tut er. Verdammt. Na gut, deine Elanentladung. Ja. Ach. Falsch gedrückt. Das. Dann zack, zack. Wunderschön. Dann haben wir hier Rot. Er frisst schon ziemlich lange, ne? Ich sollte dir jetzt eigentlich auch ziemlich gut Schaden gemacht haben hierdurch. Wie lange frisst der denn? Was ist denn dein Problem? Nein, wie es nicht getroffen hat. Wie es gerade so nicht getroffen hat. Oh, schade. Oh Gott, nein, das war richtig. Es ist immer so, ich hab's doch gesagt. Die Monster wissen einfach, wenn ich da drauf springen will. Oh, wow. Das hat er ziemlich gezielt gemacht. Nice. War zwar nicht unbedingt das, was ich haben wollte. Ich hätte ja ganz gerne wieder gehabt, dass er umfällt. Wie gesagt, das war es jetzt nicht unbedingt, aber... Er ist auf jeden Fall mal zusammengezuckt. Das war wieder ein Fallschaden. Wenn man halt den Fallschaden dann theoretisch nicht sehen würde. Aber man sieht ja dann trotzdem noch den Fallschaden. Es macht dann bloß theoretisch zum Fortschritt nichts. Wenn ich das so richtig weiß, oder? Oder wie ist das? Das ist halt das Einzige, was noch fehlt, außer vielleicht seine Vorderkrallen. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Läuft gerade eben noch nicht so toll. Mit dem Ausweichen zumindest. Oh Gott. Das ist so gemein, dass er das so ein bisschen... Kannst du mal aufhören, die ganze Zeit diese Combo zu machen? Ich meine, ich habe ja extrem... Was? Hä? Das hat doch davor immer getriggert. Ich wollte gerade sagen, ich habe ja extrem Glück, dass ich noch nicht verwirrt wurde. Wie gemein. Das hat doch sonst auch immer schon auf dem Boden getriggert. Oder war das denn einfach bloß ein Bug? Weil ich habe doch davor noch gesagt, ey, man kann super sehen, wenn man verwirrt ist. Weil der Blitzeffekt dann weg ist. Der war aber bis gerade eben noch da. Das ist ja eine fiese Sache. Und ich habe keins seiner Hörner zerstört. Das sah aber bloß so aus. Ja, der Große. Da kommt aber der Kopf auch wieder runter. Ja, so viel dazu. Hä, aber da muss er doch kurz davor sein, ein Horn zu zerstören, oder? Oder zu zerstört zu bekommen. Was das jetzt? Nee, es sieht, glaube ich, immer bloß so aus, ja. Ich dachte jetzt, das wäre es gewesen. Ah, da ist der Wirbel. Wo ist der Zweier auch? Okay. Nein, okay. Es reicht noch. Das war doch jetzt ein Horn, na also. Ich glaube bloß eins, man kann ja glaube ich zweimal brechen, wenn ich es richtig weiß. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube schon, dass man das Horn zweimal brechen kann. Ich glaube, jetzt humpelt er auch gleich schon.
Und ich komme einfach nicht dazu, auf ihn drauf zu springen. Ich weiß nicht wann, also wann ich wieder kann. Und ich kann es halt auch nicht, wenn er die ganze Zeit einfach so in der Ecke rumbleibt, also rumhängt. Und jetzt halt versuche nochmal ein bisschen auf seinen Kopf zu gehen, um vielleicht das zweite Horn zu bekommen, das es eventuell gibt. Oh Gott. Man kann sich dann wirklich so ein bisschen, oder einen selber so ein bisschen einkreisen, indem er die Sachen so aufbaut. Okay, du humpelst weg, das war irgendwie schon klar. Wenn ich jetzt nochmal auf dich draufspringen könnte und dabei deinen Panzerschocker zerstören, dann wäre das natürlich eine super Sache. Das versuche ich jetzt auch. Nein, das ist ein Gebiet, wo man nicht draufspringen kann. Ach Mann. Das ist so ätzend. Das ist so gemein, dass manche Gebiete so für Luftkampfstil eine Priorität bekommen haben. Für Luftkampfstil. Jetzt kann ich ihn halt nur töten. Das ist so mies. Ich würde halt gerne nochmal auf ihn draufspringen, aber ich habe halt keinerlei Möglichkeiten hier. Zumindest keine, die ich wüsste. Echt schade. Das war knapp, da hatte ich ihn gerade überhaupt nicht im Blick. Weil da sind überall auch keine Felder zum Draufspringen. Und wenn, dann ist es halt, dann muss es so präzise sein. Also das finde ich echt ein bisschen fies, dass man, ja, echt wirklich Schwierigkeiten hat. Das hätte mich jetzt, ja, okay, es hat nicht so viel Schaden gemacht. Aber es ist schwierig. Bei seinen Füßen, kann man das so generell sagen, dass bei seinen Füßen dann der Schock kommt? Ich glaube schon. Seine Brust kann man, glaube ich, auch nicht mehr zerstören, oder? Kommt mir zumindest gerade nicht so vor. Weil die haben wir ja auch schon gut angegriffen. Wirst du da jetzt wohl draufgehen, Luggy? Langsam wäre es Zeit, oder? Also gut, ich habe jetzt gerade nicht mehr so viel Schaden gemacht. Das wird jetzt gar nichts bringen, da nochmal mit dem Sakura-Hieb. Ich wollte jetzt gerade den Sakura-Hieb starten. Aber bis ich da ausgeholt hätte, wäre er weg gewesen. Also es hätte gereicht, aber ja. Ja, doch schon ein bisschen knapp. Dort kann ich auch nicht hoch. Schon wieder ein Gebiet, wo ich nicht drauf springen kann, oder wie? Das ist halt das. In diesen alten Gebieten ist man so... Da kann ich drauf springen. Man so wenig Möglichkeiten. Aber halt ein Punkt in der ganzen Karte ist zu wenig. Also im ganzen Gebiet. Das ist dann... Nein, jetzt renn doch runter. Ach. Ich hasse das. Ja, und jetzt ist er mit dem Kopf zurückgegangen, dass ich seinen Kopf treffe. Nee, okay, das Spiel will wieder nicht, dass ich ihn treffe. Ach, es ist immer so ärgerlich. Das ist aber, man merkt es immer ganz genau, wenn das Spiel nicht will, dass ich seinen Kopf, dass ich auf ihn drauf springe. Ja, da bin ich jetzt wieder voll reingerannt. So, jetzt wird er total dämlich. Da wäre ich beinahe noch ins zweite reingerannt. Ja, aber da hätte ich ihn so schön gehabt. Und dann, ja, wie gesagt, will das Spiel halt wieder nicht. Schade drum. Das wäre es dann, das wäre es bestimmt nicht gewesen, weil ich brauche ja dann nochmal einen Sprung. Denke ich zumindest. Oh, das hat wieder nicht getroffen. Ach, was ist das denn? Das gibt's doch nicht, oder? Wie viel Pech kann man denn so haben? Nee, jetzt ist er auch schon zu weit weg. Hä? Ja. Ich sollte aufhören rumzuspielen. Ich beende es einfach, weil wie gesagt, das Spiel will gerade eben nicht. Und dann bringt es nichts. Ich kann mich da nicht gegen das Spiel richten. Dafür müsste ich dann halt einen Luftkampfstil machen, um da irgendwas zu reißen. Aber so bleiben mir leider diese ganzen Sachen verwehrt. Da könnte ich jetzt nochmal probieren. Da, nee, er steht wieder genauso, dass ich nicht drauf komme. Jetzt bin ich wieder runtergelaufen. Jetzt komme ich wieder nicht an ihm vorbei. Jetzt ist es sogar nochmal aggro. Jetzt sollte ich es echt langsam beenden, weil ansonsten tötet er mich halt. Was war das denn? Nein, jetzt liegt er falsch rum. Jetzt hör auf, mit deinem Kopf rumzuwabbeln. Oh nein, jetzt... Ach komm, ach. Ich hätte halt bloß gerne mal den Panzerschocker gehabt, aber scheinbar ist es ja ein Ding der Unmöglichkeit. Oh, das geht mir echt auf die Nerven, dass das nahezu wirklich unmöglich geworden ist, das zu machen. Weil die Viecher einfach auch nie wollen. Und ich bin aber schon wieder runtergelaufen. Das ist doch, ich muss rennen deswegen, so. Das war aber halt nicht, das war wieder seine andere Kralle. Jetzt haben wir noch beide Krallen zerstört. Das ist interessant. Hilft aber halt nichts dabei, seinen Panzerschocker zu bekommen. Es gibt den großen, ja. Ja, natürlich hat er mich nochmal getroffen. Wie gesagt, jetzt gehe ich bald noch drauf. Wenn ich versuche, hier irgendwas zu machen. Gut, gerade eben ist es auch ein bisschen blöd. Das war ein Sprungschaden, aber leider hat es nicht gereicht. Jetzt bin ich verwirrt, ne?
Ja, war eh bloß Stromschaden. Und der kann ja, glaube ich, nicht gleich nochmal verwirren. Zumindest der wenigste. Der wird doch jetzt aber auch gleich tot sein, oder? Ich meine, er hat ja... Nein, ich will dort raushumpeln. Wenn das Wasserfallgebiet halt einen Sprungpunkt hätte, dann wäre das auch kein großes Problem. Diesmal kann ich dich aber wenigstens mit dem Sakura... Hat er mich da wirklich kurz nochmal abgeblockt oder so irgendwas? Ich meine, ich konnte das wenigstens dann noch aktivieren. Das war gerade merkwürdig. Okay, lauf halt durch mich durch. Habe ich auch kein Problem mit. So schade. Ich wollte einfach nochmal auf ihn draufspringen, aber wie gesagt, das Spiel wollte leider nicht. Dann haben wir es jetzt halt so gemacht. Hat es nochmal 5 Minuten gefressen. Ja, 4 auf jeden Fall. 4 vollkommen sinnlose Minuten. Wo bin ich denn? Da. 4 vollkommen sinnlose Minuten, bei denen ich... Ich hätte es einfach lassen sollen, aber ich wollte einfach diesen Panzerschocker haben. Das war mein großer Fehler. Wie gesagt, oh krass, ich kann natürlich auch einfach rausschneiden. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber ich wollte mich wieder gegen Spiel stellen und das ist immer eine sehr schlechte Sache. Das geht normalerweise nie gut aus. Da müsste ich dann wirklich Luftkampfstil spielen oder sowas, um den mal zu bekommen, weil Laggy Panzerschocker abhauen hier in dem Teil für einen normalen Stil nahezu unmöglich, zumindest auf so einer Karte, würde ich jetzt einfach mal sagen. Viel zu eklig. Aber gut, auch wenn das jetzt deutlich länger gedauert hat, als ich wollte, haben wir es geschafft. Haben wir den zweiten Laggy besiegt. Von dem bekommen wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen schönes Zeug. Panzerschocker haben wir jetzt ja schönerweise rausgeschnitten. Und ja, schauen wir mal, was wir noch bekommen. Da können wir da vielleicht wirklich so ein bisschen mit der Rüstung basteln. Ja, vielleicht mit irgendwas anderem. Schauen wir mal. Wow, wir bekommen gar nichts? Lederhautschuppe? Kleiner Hummerpanzer? Hä? Woher kommt denn dieser kleine Hummerpanzer? Wuchtmais. Mhm. Achso, der Wuchtmais kommt vom Dings. Kommt vom Farmer, ja, das war ein Horn, Wirrwarrnklauen und starke Gelee, Jagihaut und rohes Fleisch. Na, großartig. Das ist richtig gutes Zeug, was wir da bekommen haben. Richtig gut. Das Beste war wirklich der Panzerschocker, den wir aufgeschnitten haben. Gut, das Horn ist noch ganz cool, aber das haben wir auch zerstört. Das war also schon ziemlich eine hohe Chance, dass wir es bekommen.